Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Truck Driver. Ja, ich bin ein kleines bisschen angefressen. Wie ihr seht, ich stehe hier in, was ist hier, Baikand. Und ja, habe hier Aufträge gemacht und bin dann aus Versehen wieder auf die Share-Taste gekommen und zack, Aufnahme wieder weg. Es ist nervig, ich weiß nicht, warum das so ist, keine Ahnung. Kein anderes Spiel macht das. Wenn er da auf die Share-Taste, ich kann ins PlayStation-Menü zurückgehen. Die Aufnahme läuft halt weiter. Nur irgendwie klappt das hier nicht. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung mehr. Ziemlich nervig und ich bin deswegen auch jetzt gerade ein bisschen angefressen, weil ja, es sind halt zwei Folgen, die jetzt da futsch sind, ne? Das ist halt das Dumme. Ich habe nämlich noch Auftrag gemacht vorher, einen für André Funer, einen für Mary O'Sullivan. Ja, ich glaube, das war's. Ne, noch irgendwas habe ich noch gemacht. Ich weiß nicht mehr was, keine Ahnung. Ah, hier Pine Creek. Hier war ich. Und genau, Pine Creek hat uns dann hier nach Baikand gebracht, sowas, genau. Ja, wie gesagt, ich muss dann halt jetzt, ja, es sind halt drei Aufträge, die da jetzt durch sind. Ich weiß gar nicht, ob ihr das dann jetzt mitbekommen habt. Ich glaube eher nicht. Den Questfahrer habe ich hier fertig ausgelevelt. Und ja, jetzt fehlt uns nur noch dieser Venturfahrer. Dann haben wir alle LKWs soweit ausgelevelt. Hier bei dem Jaunt fehlen mir noch 22 Kilometer. Dann habe ich das höchstwahrscheinlich auch fertig. Und ja, schauen wir mal, ne? Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zur Mary hoch und gucken mal, was die da nochmal für einen Auftrag für uns hat. Weil die gibt ja gut XP, das macht ja diesbezüglich richtig Spaß. Das ist ja richtig in Ordnung, was die da raushaut. Und ja, dann gucken wir jetzt mal, dann muss ich halt jetzt hier erstmal drauf hoffen, dass die Aufnahme hier jetzt wenigstens bleibt. Ich sollte mir irgendwie einen Schutz über die Share-Taste bauen oder sowas. Das ist aber, man weiß ich nicht, ja, wenn ich jetzt nur die Share-Taste einmal drücken würde und würde dann nicht panisch nochmal ein zweites Mal da drauf drücken, weil ich mir denke, ah, nee, da wollte ich ja gar nicht drauf. Und würde dann die Aufnahme speichern, wäre es ja okay, aber mal in der Regel passt mir das so aus, weil ich mich dann erschrecke, so, fuck, da wollte ich nicht drauf und zack, drückt direkt nochmal, dass ich direkt wieder ins Spiel komme. Ja, und zack, ist die Aufnahme hinüber. Schade, aber gut, was willst du machen? Muss ich jetzt durch, ne? Dafür regnet es mal nicht. Das ist auch was Positives. Die Sonne scheint. Nice. So, da sind wir doch schon. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was die für uns hat. Bestimmt wieder irgendwas, wo ich mich von der Autobahn fernhalten soll. Man kennt ihn. Frachtlieferung auf große Distanz. Irgendwie so, hier kommt auch textmäßig auch nichts Neues. Siehst du, da sollen wir uns wieder von der Autobahn fernhalten. Zack. Einmal dran. Wo soll's denn hingehen? Wo soll's hingehen? Ach du Scheiße. Bis nach Mittheim runter? Krass. Ja, das ist eine Tour, ne? Dann würde ich sagen, auf geht's. Eine Frachtlieferung auf große Distanz halt, ne? Halt, ich kann mal Licht anmachen, ne? Wird langsam dunkel. Besser ist das.
Ich kann mal hier, was mache ich denn hier? Dauert noch 100 Jahre. Auf geht's. Einmal Frachtlieferung nach Mittem. Wir wissen wieder einmal nicht, was wir liefern. Das ist mir auch ehrlich gesagt egal. Da ich der Transporter bin hier. Quasi. Auf geht's nach Mittem. So, wie sieht das hier schlaftechnisch aus? Da könnte man, obwohl Mittem unten ist ja. Schafft er das noch bis dahin? Oh, schafft er die Ampel? Ja. Ja, ne? Dürfte eigentlich doch noch hinhauen, ne? Ja, es muss hinhauen. Dann gehen wir unten in Mittem pennen, das ist ja. An der Werkstatt ist ja ein Bett. Wie gut, dass ich gerade erst in der Werkstatt war und habe den LKW repariert. Hätte ich mir die Fahrt auch sparen können, quasi. Ja, komm, fahr. Hier, mach. Hinne. Auch wird das heute noch, danke. Auf geht's. Ah, jetzt ist ja die halbe Miete schon geschafft quasi. Boah Leute, ich bin heute echt noch ein bisschen platt, ne? Irgendwie, ja. Ist noch nicht meine Woche. Ah, egal. Kommt noch. In die Leitplanke fahren. Kommt nicht gut. Aber dafür, dass mir das jetzt da leider wieder einmal passiert ist mit dieser Schertaste, bin ich echt noch entspannt. Oh. Gut, andererseits, was soll ich auch machen, ne? Also, ich kann es jetzt eh nicht ändern. Das ist ärgerlich halt, ne? Weil man, ne? Zockt hier und macht. Das Zocken an sich macht ja Spaß. Darum geht's ja. Aber, ja. Dann hat man halt hier, ne? Aufträge gefahren und gemacht und getan und sich im Mund fusselig gequatscht und, ja. Und dann ist alles weg. Das ist dann richtig schlecht. So, jetzt kommen wir bei Charlie Dover gleich vorbei. Oh, hier kommt Fahr. Mal hin da. Dumm ist, der fährt automatisch ja auch hier lang, weil kein Mensch da hinten zu der Firma fährt. Ach komm, ich hab kein Problem. Einfach wieder eiskalt in der Stadt überholen. Und ich würde sagen, die halbe Strecke haben wir geschafft. Oh Gott, hier überhole ich aber bestimmt nicht nochmal. Ziehen wir auch nochmal dran vorbei. Besser ist das. Na, da haben wir auf jeden Fall die halbe Miete schon geschafft. Perfekt. Läuft doch. Wenn jetzt noch die Aufnahme drauf bleibt, bin ich zufrieden.
das mit dem Schlafen, das wird. Ja, doch, das klappt. Also wenn ich jetzt nicht noch groß irgendwo Mist baue, dann sollte das auf jeden Fall funktionieren. Denke ich. Und er fährt wie ein Wahnsinniger durch die Berge hier. Kachelt an den Autos vorbei, als gäbe es keinen Morgen mehr. Kurve 5 Kilometer noch, ja, super. Das lief ja dann echt easy. Das wäre das Ding mit dem Mist fast gewesen. Hallo, Blick. Jetzt. Gummi. Das Dumme ist jetzt hier unten im Mittem nur, hier ist ja kein Auftraggeber weit und breit, ne? Dann müssen wir jetzt echt erstmal hier irgendwo wieder rumgucken. Wo fahren wir denn da hin? Was knackt hier in der Leitung? Ich hab schon wieder Knacken auf dem Kopf. Was soll das? Ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme. Komm, fahr! Hin da. Boah, Alter, fahr doch mal bitte. Mein Gott. Ich eier hier mit 30. Ganz ehrlich, die Logik, die habe ich in dem Spiel ehrlich gesagt auch noch nicht verstehen. So, da, wo man 50 fahren darf, also sprich in der Stadt und so weiter, fahren die 30. Und da, wo du, also über Land, wo du 70 oder auch 80 fahren darfst, fahren die mal eben easy peasy 50. Und ich fahre fast geliebt. Leitplanke. Warum fahren die nicht ganz normal 50 und 70? Man weiß es nicht. So, rein hier. Guten Tag. Ah, da hinten. Das ist ja mal straight hier rein. Schönen Tag. Und Motor aus. Sehr schön. Ey, Moment mal, hier haben wir auch noch nie was hingeliefert, oder? Ja, würde ich sagen. Mission abgeschlossen, niedrige Ausdauer. Ich sollte mal langsam schlafen. Ja, okay, das war ja ein Plan. Wir bekommen 80, nice. Wir bekommen. Was? Seitenverkleidung, serienmäßig. Wir bekommen nochmal 1103 Euro und wir bekommen 1800 XP. Yay! Nice! Sehr schön. Finde ich gut. Na egal, kann ich mal ein Foto machen. Zack. Nice. So, dann würde ich sagen, ab zur Werkstatt. Einmal ins Bett. Voll laut, ey. Werkstatt ist jetzt hier. Halt. Oh, Vorsicht. Ja, gut. Wie gesagt, ich brauche den LKW jetzt nicht erstmal zu reparieren. Schlafen. Oh ne, Motor aus. Schlafen, ja. Schönen guten Morgen. Motor wieder an. Und ja, wohin? Ach kommt, Leute. Ich mach mal eben Cut. Ich fahr mal schnell zum Charlie. Das ist das nächste, was wir dran haben. Und dann können wir für den auch eben schon was machen.
oder? Obwohl, nee, ich mache das anders. Ich will, weil Charlie, das sind immer sehr kurze Aufträge, dann fahre ich hier wieder nur in der Gegend rum. Wir machen das anders, Leute. Ich mache mich auf den Weg Richtung Osten irgendwo. Mal gucken. Vielleicht zur Fiona oder hier nochmal nach Pine Creek. Und dann starten wir da in der nächsten Folge, würde ich sagen. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher. Weil dann haben wir, ja, ist dann halt jetzt nicht so eine lange Folge, aber es passt ja auch, mein Gott. Ist jetzt nicht so schlimm. Aber dann brauchen wir uns jetzt hier nicht so abzuhetzen, würde ich sagen. Und ja, dann ist das so. Oh, ja, toll, du Idiot. Ach, ich sag dazu nichts mehr. Ist ja nicht so, als hätte ich jetzt nochmal in die Werkstatt fahren können. Ne? Fährt er mir die Karre kaputt? Logisch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, gerne kommentieren. Däumchen nach oben da lassen, das Übliche. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao, ciao.